Mein Name ist Bulbi. Ich gehöre zur Spezies Bisasam und arbeite zusammen mit meinem besten Freund Shinux seit ein paar Jahren in der Hubbelupf-Gilde. Wir haben bisher nicht wirklich etwas Besonderes erreicht. Unser Team hat den Bronzerang und außerhalb von Schmuckstadt kennt uns eigentlich keiner. Bisher. Doch unsere erste Reise hat gerade begonnen. Eine Reise, die unser Leben auf den Kopf stellen wird. Eine Reise, die uns zu Legenden machen wird. Pokémon Mystery Dungeon Walrus Edition 3. Heroes from Another World. Kapitel 1. Das geheimnisvolle Tagebuch. Alles begann in einer Nacht vor nur wenigen Tagen. Alles war wie immer in der Hubbelupf-Gilde. Jeder sammelte seine Kraft, um am nächsten Tag wieder für neue Missionen bereit zu sein. So auch ich. Doch in dieser Nacht war etwas anders als sonst. Zunächst einmal hatte ich Probleme einzuschlafen. Normalerweise ging es mir nach unseren langen Arbeitstagen wie Shinux und ich schlief ein, sobald ich mich hinlegte. Ihm war dieses Glück auch in dieser Nacht vergönnt. Ich hingegen lag ewig wach. Mein Kopf dröhnte und ich machte mir Sorgen, dass ich krank werden würde. Es wäre einfach langweilig, untätig in der Gilde herumsitzen zu müssen, während alle anderen auf Mission gehen durften. Ich versuchte trotzdem weiter, endlich Ruhe zu finden. Nach was wie eine Ewigkeit schien, aber vermutlich keine 2 Stunden waren, schlief ich auch endlich ein und begann zu träumen. Ich fand mich selber in einer seltsamen Gegend wieder. Alles um mich herum leuchtete in sich ständig wechselnden Farben. Ich wusste nicht so recht, was hier passieren würde, als ich begann, eine Stimme wahrzunehmen. Erst leise, dann wurde sie lauter und lauter. Immer weiter, bis ich sie endlich verstand. Bulbi, hörst du mich? Bulbi? Ja, ich höre dich. Wer bist du? Was willst du von mir? Gott sei Dank, endlich dringe ich zu dir durch. Ich versuche es schon seit Stunden. Wenn du dich unwohl gefühlt haben solltest, tut mir leid, das lag dann an mir. Aber ist jetzt egal, bitte hör mir zu, alles was ich dir jetzt erzähle, ist die reine Wahrheit, auch wenn es schwer zu glauben sein wird. Ich komme aus einer anderen Welt, jedoch wurde sie zerstört. Ich musste fliehen und planen. Ich befinde mich inzwischen seit mehreren Jahren in eurer Welt und habe endlich alle Vorbereitungen getroffen, um meine Welt wiederzubeleben. Jedoch kann ich das nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Bulbi, ich habe dich ausgewählt, um ein Team zu versammeln und es zu führen. Dein Freund Shinux ist ebenfalls ein Teil dieses Teams. Ich war sehr verwirrt und versuchte zu unterbrechen. Bitte mach mal langsamer. Warum soll ich ein Team anführen? Was genau ist denn los? So würde ich so viel Zeit haben, dir das alles in einem Traum zu erklären, dann meinetwegen. Aber diese Zeit habe ich nicht. Also hör mir zu. Du und Shinux müsst ein Team versammeln. Es ist mir nicht möglich, euch die Pokémon zu nennen, die ihr treffen sollt. Aber sie werden sich euch zu erkennen geben. Sie alle wissen, dass ihr kommt. Alle von ihnen leben auf anderen Kontinenten. Reist los, verbündet euch mit den 3 Pokémon und sucht mich auf. Jedes Wort, das diese Stimme gesagt hatte, verwirrte mich mehr und mehr. Warte aber, warum ich? Wo sollen wir genau suchen? Weshalb? Doch bevor ich überhaupt aussprechen konnte, wachte ich auf. Immer noch sehr verwirrt. Ich entschied mich, dass es nur ein seltsamer Traum gewesen sein musste. Es war noch mitten in der Nacht. Meine Kopfschmerzen waren glücklicherweise verschwunden. Ich sollte mir wohl noch ein paar Stunden Schlaf gönnen. Verschlafen drehte ich mich in meinem Bett um und war kurz davor wieder einzuschlafen, als ich in einem Moment hellwach wurde. Neben mir lag ein Gegenstand, der, als ich eingeschlafen war, noch nicht da gewesen war. Ein Buch. Es wirkte relativ alt und nicht gut erhalten. Im Dunkeln brauchte ich einen Moment, um zu entziffern, was auf dem Einband stand. Wiedergeborene Hoffnungen und zersplitterte Träume. Meine Geschichte. Neugierig schaltete ich das kleine Licht an meinem Bett an, in der Hoffnung, Shinux nicht aufzuwecken. Einen Moment lang dachte ich, er würde aufwachen, jedoch drehte er sich nur um und schlief einfach weiter, während ich die erste Seite aufschlug. Dort stand eine Botschaft, die offensichtlich noch nicht so lange dort stand. Ich weiß, dass du viele Fragen hast, Bulbi. Dieses Tagebuch wird dir hoffentlich einige beantworten können. Es ist die Fortsetzung einer für euch berühmten Legende. Für mich war es ein Abenteuer. Enttäusche mich nicht, ihr seid die einzige Hoffnung für meine Welt.
Dieser Nachricht stammte offensichtlich von jenem Pokémon, das gerade eben im Traum zu mir gesprochen hatte. Ich sah, dass auf der nächsten Seite eine Geschichte begann. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Schlafen war soeben unwichtig geworden. Und so begann ich zu lesen. Kapitel 1. Eine neue Geschichte in der Apokalypse. Mir fiel selber nicht auf, wie viel Zeit wirklich verging. Die Geschichte fesselte mich bereits von Anfang an. Ich las und las die ganze Nacht einfach hindurch. Mir fiel dies erst auf, als Shinux neben mir gähnte. Guten Morgen, Bulbi. Warum bist du schon so früh wach? Ich schlug das Buch zu und legte es zur Seite. Ich war ohnehin gerade fertig geworden. Ich antwortete ihm ehrlich. Früh wach trifft's eigentlich relativ schlecht. Unweigerlich musste ich gehen. Immer noch wach trifft's besser. Mein bester Freund sah mich überrascht an. Wie, du hast die ganze Nacht nicht geschlafen? Warum das? Er sah auf das Buch. Warte, du hast wirklich die ganze Nacht gelesen? Ich nickte. Also, ich wusste, dass du gerne liest, vor allem alte Legenden, aber das ist etwas übertrieben, meinst du nicht? Vor allem, das Buch sieht auch nicht gerade neu aus. Wie ich dich kenne, hast du das doch schon bestimmt 20 Mal vorher gelesen. Ich erwiderte, nein, heute Nacht zum ersten Mal. Ich sah nach draußen. Es war bestimmt noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Frühstück. Bis dahin war noch genug Zeit. Ich stand auf und nahm das Buch. Shinux wirkte etwas verwundert. Hey, warte, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Solltest du dich nicht lieber noch ein bisschen ausruhen? Was ist denn heute mit dir los? Ich machte mich auf und rannte in Richtung der Kammer des Gildenmeisters. Komm mit, ich erkläre dir alles, wenn wir beim Gildenmeister sind. Ich rannte den gesamten Gang entlang, bis ich zu einer großen Tür kam. Shinux hinter mir her. Er wirkte, trotz dass die Strecke eigentlich nur sehr kurz war, ziemlich fertig. Aber ich wusste bereits, dass man Shinux innerhalb der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen nichts zutrauen sollte. Er brauchte oft lange, um wach zu werden. Er hat nun mal auch so seine Macken, so wie jeder andere. Trotzdem ist er mein bester Freund. Ich klopfte sofort an die Tür des Gildenmeisters, als ich ankam. Ich wusste, er würde auch um diese Zeit schon da sein. Unser Gildenmeister ist an sich ein sehr nettes Pokémon. Inzwischen ist er ziemlich alt, hat aber immer noch alles in der Gilde gut im Griff. Er ist nicht die Art von Gildenmeister, die auf andere herabschaut und sie herumkommandiert. Ihm geht es wirklich darum, uns zu trainieren. Deswegen ist er immer ansprechbar, wenn uns etwas auf dem Herzen liegt. Oft habe ich das Gefühl, dass er zu mir und Shinux noch freundlicher ist als zu den anderen. Vermutlich, weil wir schon mit gewissem Abstand die Jüngsten in unserer Gilde sind. In all der Zeit, die wir bereits in dieser Gilde trainieren, ist er mir auch sehr ans Herz gewachsen. Da ich nie den besten Draht zu meinen Eltern hatte, war er für mich inzwischen schon eine Art Großvater geworden. Und auch heute war er wieder da, als ich anklopfte und ließ uns herein. Was führt euch beide denn zu so früher Stunde zu mir? Gibt's was, das ihr besprechen wollt? Shinux wirkte inzwischen ziemlich genervt, was ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut nachvollziehen kann. Das wüsste ich auch gerne. So langsam mal. Bulbi, was ist denn jetzt los? Ich zeigte den beiden mein neues Buch. Es ist wirklich wichtig, es geht um dieses Buch. Ich hatte heute Nacht einen Traum, in dem ein Pokémon zu mir gesprochen hat, und als ich aufgewacht bin, lag es auf einmal neben mir. Sofort hatte ich die Aufmerksamkeit der beiden. Das Buch ist eine Fortsetzung von der berühmten Legende, die Legende des reinen Elements. Und, wo kommt das auf einmal her? Was hat das denn mit deinem Traum zu tun? Diese Geschichte erzählt die Vergangenheit der anderen Welt. Das Pokémon aus meinem Traum sagte, es wäre ein Teil dieser Welt und auch dieser Legende. Dieses Buch ist nicht bloß eine Legende, es ist ein Tagebuch. Ein Tagebuch? Bist du sicher, dass es nicht wieder bloß irgendein dummer Streich ist? Abra hat sich doch erst letzte Woche in deine Träume eingemischt, um dich zu ärgern. Und nebenbei gibt er mir ein Buch und Fotos? Nun mischte sich auch Hubbelupf erneut ein. Sogar Fotos waren dabei. Kannst du sie uns zeigen? Ich denke, ihr solltet vielleicht vorher die Geschichte erfahren. Ich begann, ihn alles, was ich die letzte Nacht gelesen hatte, kurz zusammenzufassen. Das Ergebnis war,
Ich musste wie so oft in meinem Leben einsehen, dass ich nicht zum Geschichtenerzählen gemacht bin. Shinnok wirkte komplett durcheinander und versuchte sich selber noch einiges zusammenzureimen, wobei er jedoch kläglich scheiterte. Warte, jetzt nochmal langsam. Also Floink ist jetzt Latias Bruder Darkrai und die dunkle Macht hat Bisasam verraten, um sich an Nick Schosma zu rächen. Oder so, stimmt das? Ich sah ihn amüsiert an. Auch eine sehr gute Geschichte, aber kein Wort stimmt. Lies sie dir bei Gelegenheit besser selber einmal durch. Hubblupf. Er war einen Moment still, dann antwortete er, ich denke, ich habe zumindest das Wichtigste verstanden. Aber warum genau wolltest du sie uns denn so dringend erzählen? Und was ist mit den Fotos? Ich kramte die Fotos heraus. Sie hatten zusammen mit der Botschaft auf der allerersten Seite gelegen. Sie zeigen anscheinend Szenen aus diesem Tagebuch. Hubblupf und Shinnok sahen sich die Bilder an. Ich hingegen wollte sie eher weniger noch einmal sehen. Das erste von ihnen war bereits ein schreckliches Szenario. Bei allen Fotos fiel mir auf, alle Pokémon, die in der Legende eine Rolle spielten, waren darauf. Wie waren diese Bilder überhaupt entstanden? Aber zurück zum Thema. Auf dem ersten Bild sah man ein totes Pokémon. Es lag regungslos am Boden und schien sich aufzulösen. Und drumherum war Blut. Und Nick Crossma. Dieses Bild zeigte offensichtlich den Moment, als er seine Freunde verraten hatte. Die folgenden Bilder waren eine Gruppe Pokémon in der Tohaido-Klippe, jedoch in der dunklen Welt. Auf dem nächsten Bild war Floink im Kampf gegen Yveltal, im nächsten gegen Giratina. Das letzte Foto zeigte sein Verschwinden. Beide schienen sich die Bilder zu Genüge angesehen zu haben. Ich nahm gerade das Buch wieder, als aus dem Einband selber noch ein Stück Papier fiel. Es war noch ein Foto. Doch anders als die anderen, die auf der ersten Seite gelegen hatten, wirkte es sehr glücklich. Alle Pokémon, die eine Hauptrolle in einer der beiden Legenden gehabt hatten, waren mit darauf. Sie alle wirkten glücklich. Es war wie eine Art Gruppenfoto. Nur konnte es keins sein. Der Hintergrund war ein reiner Sternenhimmel und Pokémon können schließlich nicht fliegen. Ich hob es wieder auf, um es einzupacken, als ich bemerkte, dass ich etwas tat. In dem Moment, in dem ich es berührte, erschien eine Gestalt auf dem Foto. Direkt hinter dem Bild von Günther sammelten sich Farbpigmente, um etwas zu bilden. Als ich es erkannte, ließ ich vor Schreck alles fallen. Was ist auf einmal los, Bulbi? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Was ist denn mit diesem Bild falsch? Es ist viel schwer, selber wirklich zu realisieren, was eben geschehen war. Da, als ich dieses Foto berührt habe, da ist ein Bild von mir erschienen, wie aus dem Nichts. Shinnok wirkte nicht ängstlich, sondern neugierig. Wirklich? Darf ich das auch mal sehen? Ich nickte nur stumm. Er hob das Foto selber auf und erneut erschien ein Pokémon auf dem Bild. Shinnok. Er wirkte immer noch sehr neugierig anstatt erschrocken. Das ist ja interessant. Was wenn... Der Gildenmeister unterbrach seine Gedanken und bat ebenfalls um einen Versuch. Auch er nahm das Bild und es geschah nichts. Das ist komisch. Kann dieses Ding das nur manchmal machen? Ich konnte mir diese Frage selbst nicht beantworten. Doch Shinnok hatte eine geniale Idee. Was wenn das Foto nur bestimmte Pokémon zeigt, wenn sie es berühren und nicht alle? Stimmt, das muss es sein, denn was ich noch gar nicht erzählt hatte, die Stimme in meinem Traum, dieser Überlebende. Er sagte mir, ich soll ein Team versammeln, ein Pokémon auf jedem Kontinent. Und mit diesem Team sollen wir ihn dann aufsuchen. Er denkt anscheinend, wir können seine Welt retten. Wieder wurden beide still. Hubblupf meldete sich als erstes wieder zu Wort. Wenn das so ist, dann gibt's wohl nur eine Möglichkeit. Zieht hinaus in die Welt, ihr beiden. Shinnok schien immer noch etwas überrumpelt. Warte, nicht so schnell. Warum sind wir beide ausgewählt? Ich dachte nur ein Pokémon von jedem Kontinent. Und wozu dann dieses Bild? Ich denke, bei uns war es einfach eine Ausnahme. Auf jeden Fall sagte mir die Überlebende deutlich, dass du auch ein Teil des Teams bist. Die anderen drei Pokémon habe ich keine Ahnung. Er sagte mir nicht, wer sie sind. Er meinte nur, sie würden sich zu erkennen geben. Und dieses Foto soll uns nun wahrscheinlich dabei helfen, sie zu finden. Dann ist es entschieden. Bulbi, Shinnok, ihr entscheidet selber, was ihr tun wollt.
Euch steht es frei aufzubrechen. Fragt den Muckschnatt um Hilfe, um die anderen Kontinente bereisen zu können. Außer natürlich, ihr entscheidet euch dagegen. Nun, wollt ihr reisen? Was ist eure Entscheidung, ihr beiden? Ich sah zu Shinnok und er blickte selbstbewusst zurück. Worte waren nicht nötig. Wenn die Gilde würdig vertreten, Gildenmeister, verlass dich auf uns. Hubbelup wirkte nicht überrascht. Nun dann, passt bitte auf euch auf, ihr beiden. Versprecht mir das. Und so stand es fest. Unser großes Abenteuer würde beginnen.